Wie bitte? Dein Hund bleibt 10 Minuten erst alleine. 10 Minuten? Du kannst ja gar nichts machen. Also, das ist doch das ist ein Hund. Das ist kein Kind. Das ist ein Hund. Du musst doch mal rausgehen, du musst mal einkaufen, du musst mal zum Sport, du musst doch mal in die Sauna. Also, wie lebst du denn dein Leben? Ja, 10 Minuten hört sich jetzt noch nicht so viel an, aber du musst mal schauen, von wo wir kommen. Also, mein Hund konnte ja nicht mal bei anderen Menschen alleine bleiben und der hat schon Jaul- und Bellkonzert gestartet, wenn ich in die Dusche alleine gegangen bin. Also, von daher bin ich echt stolz auf unsere Fortschritte, weil er kann sich jetzt innerhalb der Wohnung 10 Minuten ohne mich entspannen. Das ist richtig, richtig cool, das konnte er vorher nicht. Innerhalb der Wohnung? Du bist nicht mal draußen, das ist ja gar nicht richtig allein bleiben. Also, ne. Das könnte ich nicht. Wie gesagt, ich konnte mich vorher nicht mal von ihm entfernen, auch nicht 2, 3 Meter, ohne dass er aufgesprungen ist und mir panisch hinterhergelaufen ist. Ja, aber 10 Minuten, du kannst ja nichts machen in 10 Minuten. Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht das Problem bist? Also, ich meine, der darf bei dir auf die Couch, der kriegt ständig Leckerchen, du betüdelst ihn. Pff, also, da könnte ich auch nicht alleine bleiben. Vielleicht will der dich auch einfach kontrollieren. Hast du darüber schon mal nachgedacht?